Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Alien Isolation. Generator funktionsbereit. Ja, warum kann ich denn da nichts machen? Interessant. Moment, Moment. Ach, finden Sie einen anderen Weg. Okay, Moment, Moment. Ach, da, okay. Öl, 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 finde ich gut. Ist klar. Oh. Hi. Wo rennt es denn jetzt hin? Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Kommt es hier rein? Kann es hier reinkommen? Ja, na sicher kann es hier reinkommen. Sollte ich nochmal speichern jetzt? Ich glaube ja. Gefahrsnah, ja, ja. Immer, immer in dem Spiel. Also, wohin jetzt? Moment. Ganz, ganz in Ruhe gucken. Hä? Finden Sie einen anderen Weg in das Raumfahrtterminal? Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Ich habe gerade... Ach ja, ich muss den Generator noch benutzen, ne? Um Gottes Willen. Ah, da hinten steht's ja. Das sieht aber irgendwie witzig aus, so. Mit dem hellen Hintergrund. Hi. Station evakuiert. Kleiner Dovi. Dies ist keine Übung. Siehst du mich? Anscheinend nicht. Hä, das verstehe ich nicht. Was habe ich denn da jetzt mit der Schlüsselkarte aktiviert? Check ich jetzt gerade nicht. Ah, okay, aber mein Bewegungsmelder lotst mich gerade so ein bisschen. Oh, hoppala. Siehst du mich? Ja, ne? Du siehst mich. Oder auch nicht? Witzig. Irgendwie ist das witzig. Geh mal da rein, genau. Finde ich gut. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Der Orbitalnotfallkoordinator, der kann mir mal einen Notfall koordinieren, ey. Muss ich hier irgendwas machen in dem Raum? Schnallt es irgendwie gerade nicht, was ich machen muss. Muss ich hier nochmal ran? Zugriff gewährt. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Weil jetzt, hier sind doch... Moment mal, wo führen denn diese... Warte mal, ich muss hier gar nichts machen, kann das sein? Ich muss hier drin gar nichts machen. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihrem Notaufsichtssystem. Jetzt ist es weg. Okay, jetzt kann ich mich hier mal ein bisschen freier bewegen. Muss ich hier an diesen Schaltpulten irgendwas machen? Oh, hier sind auch Schächte. Hoppala. Ha, Flammenwerferöl, das ist nice. Haha, alles klar. Ist das schon wieder... Also, es ist ja schon... Die KI wurde ja schon sehr hoch gehypt, aber man muss mal ganz ehrlich sagen, wenn es mich hinter so einem halbniedrigen Sitz hier nicht erkennen kann... Und es hatte mich ja auch schon mal unter einem Waschbecken hockend nicht gesehen. Also, das ist dann schon irgendwie ein bisschen... Da muss ich mich dann schon ein bisschen wundern... Weil die KI im Vorfeld ja so unglaublich hochgehalten wurde und hochgehypt wurde. Mein Gott, es kann auch daran liegen, dass ich auf Mittel spiele. Vielleicht hätte es mich ja schon längst erwischt, wenn ich,
Vielleicht hätte es mich ja schon längst erwischt unter anderen Schwierigkeitsgradumständen. Oh, jetzt geh mal weg. Geh mal in den Schacht. Die Musik ist auch nicht gerade hilfreich. Also so lange wie ich hier brauche, wäre die Station wahrscheinlich schon längst abgeraucht. Aber ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass der Zeitdruck, den man hier hat, nach einem realen Countdown abläuft. Also das wird wahrscheinlich alles getriggert sein hier. Das wäre natürlich richtig krass, wenn es mal, wenn es sowas gäbe, dass das dann wirklich abstürzt und wenn man dann wirklich nur eine beschränkte Zeit hätte, um das hier alles zu machen. Okay, jetzt. Wo ist es jetzt? Nebenan. Oh, oh. Hat sie mich gesehen? Du hast mich gesehen, ne? Du kleine Nase, du. Sie ist gerade im Schacht irgendwie. Ah, kann das sein, dass hier aufgegangen ist? Warum wird mir sowas nicht gesagt? Ups. Oh. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt. Schnell, halt dich doch. Ach, Mann. Okay. Da muss ich hier irgendwas machen. Oh, ich höre meinen Flammenwerfer gar nicht mehr. Habt ihr das gerade gecheckt? Mein Flammenwerfer hat gerade kein Geräusch gemacht. Interesting. Wo muss ich denn jetzt hier was machen? Hä? Warum check? Warum? Ach da, okay. Nee. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Ja, Moment mal. Station verlassen. Ups. War's nicht. Ah, okay. Starten Sie den Generator erneut. Jetzt verstehe ich das, alles klar. Jetzt muss ich da wieder hin. Oh. Weg. Schleiche es sich. Geh halt weg. Komm, sei ein braves Alien und geh in den Schacht rein. Mann, geh halt in den Schacht. Alter. Du willst mich ja echt auf die Probe stellen, kann das sein? Lol. Geh mal von dem Speicherpunkt weg. Ja, sehr gut. Alles klar. Puh, das war jetzt wieder mal... Boah, ich habe schon wieder die Hälfte von meinem Flammenwerfer verbraucht auf dieses eine Alien. Damit das einmal in den scheiß Schacht reingeht. Siehst du mich? Wow. Gottes Willen, ey. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbital... Jetzt hätte ich mich eigentlich theoretisch auch töten lassen können. Hätte eigentlich mehr Sinn ergeben. Wo muss ich denn jetzt... Was muss ich denn jetzt... Ja, genau, jetzt muss ich diesen... Nee. Moment mal. Hier bin ich gerade rausgekommen. Genau, alles klar, alles klar, alles klar. Alles gut. Alles gut. Ich laufe richtig. Ich habe gerade einen leichten Orientierungs... Leichtes Orientierungsproblem.
Das Alien ist da hinten drin. In dem Raum. Oh, die Luken sind ja unten. Oh Gott, ist das finster. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ganz langsam. Im Schneckentempo. Das wird schon. Irgendwann kommen wir auch an. Oh Gott. Ja, ich weiß, dass das eine Notfallsituation ist. Nochmal speichern? Ja, auf dem Rückweg auf jeden Fall. Okay, jetzt ist es ein bisschen nervig. Muss ich sagen. Jetzt ist es ein bisschen nervig. Spätestens jetzt ist es ein bisschen nervig. Ist aber auch geil, dass es mich hinter diesem Tisch nicht sehen kann. Geh mal in Schacht jetzt, bitte. Hast du nicht gehört, liebes Alien? Es ist ein Orbitalstabilisatorenausfall. Du musst die Station verlassen. Sehr gut. Ja, habe ich es gerade schon wieder gehört? Okay, los. Schnell. 1, 2, 3. Alles klar. Finden Sie einen anderen Weg. Ja, ich weiß. Schnell nochmal speichern. Beeil dich. Oh, das war knapp. Lalalalala. Ja, geh mal da rein, genau. Oh. Mann, ich höre die Schritte von dem Alien gar nicht richtig. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, ist nicht euer Ernst, Freunde. Wo ist das denn nun wieder? Wo ist das denn? Hier, ne? Irgendwie ganz zurück oder so. Oder dahin? Ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Finden Sie einen anderen Weg in das Raumfahrtterminal? Okay, egal. Auf jeden Fall. Hier bin ich so semi-richtig, glaube ich. Hier ja nicht, ne? Nee. Das glaube ich nicht. Okay, ist Aliens wieder nebenan. Hallo. Hallo, liebes Alien. Du kommst ja da nicht so einfach raus, oder? Ah, das ist ganz gut, dass ich es gerade im Blick habe, so ein bisschen. So weiß ich schon mal, dass es nicht vor mir auftauchen kann. Okay. Schlecht. Freunde, ihr könntet mir ja netter machen. Was ist denn jetzt? Ich hoffe, ich bin richtig. Ich hoffe inständig, dass ich richtig bin. Hier rein? Nee, hier war doch diese komische Sackgasse, oder? Ja. Mist. Okay.
Gott, diese Musik. Kann die bitte mal aufhören? Diese DLC-Mucke. Ich hoffe, ich bin richtig, ey. Wenn ich jetzt falsch laufe, dann drehe ich aber am Rad. Dann drehe ich aber ultimativ am Rad hier. Gott, verdammt mich. Du siehst mich, ne? Geh. Geh weg. Oh, bitte geh weg. Geh weg. Mädchen, geh doch weg. Ich sehe nicht, wo ich hinlauf. Da rein. Ey, das gibt es doch nicht. Nee. Okay, das ist falsch. Verdammt, okay. Im Prinzip... Wo führt mich denn mein Bewegungsmelder hin? Im Prinzip könnte ich mich aber eigentlich schon mal töten lassen vom Alien, weil das hat ja hier eigentlich keinen Sinn, wieder zurückzulaufen. Okay, es muss mich töten, es muss mich töten. Hey, Schabe, hey! Du bist für mich nichts weiter als ein Fleck auf meiner Sportseite, du schleimiger, eingeweidefressener Darmparasit! Friss mich! Friss mich doch! Habe ich nämlich auch wieder Flammenwerfer-Muni. Ja, laden sollte ich vielleicht auch mal. Wo war ich jetzt nochmal? Genau, und was muss ich tun? Genau, dahin. Ja, hä? Verstehe ich nicht. Ach, Moment mal, ist da auch noch eine Tür drin? Oder hier? Ah ja. Ja, der Bewegungsmelder ist ziemlich sinnlos gerade. Oh Gott. Hi. Oh gut, alles klar. Also hier komme ich nicht rein, oder? Nee. Was ist das hier? Hatte ich nicht ein bisschen mehr als 75 Flammenwerfer gehabt? Mir war irgendwie gerade so. Wo bist denn du? Wo bist du? Also da nicht raus. Dann kann es ja nur noch nach links sein irgendwo. Hier zum Beispiel. Was? Das hat gerade gezischelt. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf... Hey, dann muss es ja hier drin irgendwo sein. Alter. Ach, dadurch. Okay. Jetzt raff ich das. Eine Schlüsselkarte, okay. Hier muss ich rein. Das soll erstmal einer drauf kommen, mein Gott, nochmal. Ey. Ja, dreh ab, genau. Nee, Moment. Das, hier lang? Ja. Sebastopol, Diane Verlaine von der Taurus hier. Ich werde versuchen, an der Schlepperplattform unter ihrem Raumfahrtterminal anzudocken. Wir können Überlebende aufnehmen. Ja, ja. Gehen Sie zu Sebastopol Raumfahrtterminal. Okay. Lange kann es ja auch nicht mehr gehen, das Spiel. Jetzt fängt ja schon so langsam dieser Pressing-Action-Part an, wo alles brennt und die Station abstürzt.
Wobei es natürlich dann auch noch auf der Torrens weitergehen könnte, theoretisch. Nicht wahr? So, am nächsten Speicherpunkt ist dann jetzt auch Feierabend erstmal. Würde ich sagen, weil mehr kriege ich gerade nicht. Ah, Gott sei Dank. Okay. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungs... Okay, damit ist diese Folge auch zu Ende. Bis zur nächsten Folge Alien Isolation. Bis dann, ciao, ciao.